Ja, meine lieben Freundinnen und Freunde, warum trete ich hier an? Ich bin kein Protestkandidat, sondern ich möchte euch eine frische, junge Wahlalternative zu den alten Hasen bei uns bieten. Und warum mache ich das? Warum suche ich nicht mein Glück in der Jugend, suche mein Glück im Geld, suche mein Glück in der Familie? Es liegt daran, dass ich einfach sehe, dass wir weltweit, aber auch in Deutschland, immer nur auf Kosten von anderen Menschen leben, aber vor allen Dingen mehr und mehr auf Kosten der Zukunft. Wir verbrauchen die Ressourcen von 4 Erden, wir haben aber nur eine. Und so kann mein Glück nicht vollkommen sein, wenn ich daran jeden Tag miterlebe, wie wir letzten Endes uns selbst, also meiner Generation und allen Menschen, die jünger sind als ich, das Wasser abgraben. Das sind Probleme wie Klimawandel, das sind Probleme wie Biodiversität, aber auch wie Staatsverschuldung. Und ich glaube, dass nur Bündnis 90 Die Grünen in diesem Land es schaffen können, diese Gesellschaft in allen Lebensbereichen zu wandeln, und zwar zu wahrer Nachhaltigkeit. Und in den folgenden Bereichen möchte ich mich als Spitzenkandidat, aber auch gerne als ganz simples Mitglied dafür einsetzen. Zuerst brauchen wir eine Umverteilung und eine Rückverteilung des Vermögens. Das Geld, was wir 2008 genutzt haben, um die Banken zu retten, um den Kollaps zu vermeiden, müssen wir uns zurückholen. Wir müssen wieder von oben nach unten verteilen. Das heißt, Vermögensabgabe, wie wir sie auch schon eingebracht haben, die Hartz-IV-Sätze auf 420 Euro zu erhöhen. Wir brauchen eine Vermögenstransaktionssteuer und einen gesetzlichen Mindestlohn. Das wird aber nicht reichen. Wir werden auch die Banken schärfer regulieren müssen. Das bedeutet, wir brauchen ein Trennbankensystem, das heißt die Trennung von Investmentbanken und eben normalen Banken, damit das Geld auch wirklich an die Wirtschaft fließt. Ein Too Big to Fail darf es nicht geben, und auch das Wort Zerschlagung darf man da in den Mund nehmen, weil ansonsten eben kein Wettbewerb im Bankensektor möglich ist. Und nicht zuletzt, und da bin ich auch ein bisschen gegen die Bundestagsfraktion der Grünen, es darf keine Geldschöpfung der EZB ohne reale Besicherung geben. In der Bundesbank sind momentan offene Forderungen von 700 Milliarden Euro. Das sind 2 Bundeshaushalte, die da offen stehen. Und wenn wir die nicht bekommen, dann wird es fatale Einschnitte geben. Und ich will vorher dafür sorgen, mit euch gemeinsam, dass es so weit nicht kommt und dass wir einfach die entsprechenden Rücklagen haben über Steuern und so weiter. Wir brauchen eine Vision für Europa. Ja, für das Jahr 2050, im Notfall auch ohne Euro oder mit einem anderen Euro, weil für mich Europa mehr ist als nur Geld. Und ich glaube, dass eben die Kombination aus einem jungen Spitzenkandidaten und einer alten, erfahrenen Kämpferin, das ist, was junge Wähler bei der nächsten Bundestagswahl bewegt und uns gemeinsam nach vorne bringt. Vielen Dank. Danke. Danke, Patrick. Als nächstes bitte Nico Hübeneth.